Einen schönen guten Tag. Willkommen zum heutigen Video. Wie ihr seht, bin ich heute zu Gast bei dem Herrn Thomas Scheu. Und ich bin halb nackt. Liegt daran, dass wir jetzt ein bisschen posen. Ich würde nämlich gerne ein paar Posen kennenlernen, die Thomas gemacht hat zu seiner Zeit, wenn ich das mal so frech sagen darf. Die ist doch aktuell die Zeit, ich bin immer noch dabei. Ja, also ein wenig schönere Posen, nicht nur Bodybuilding-Posen. Viel Spaß im Video, los geht's. Posen geht, die man so oldschool-mäßig halt oft gesehen hat. Das waren halt diese, das Publikum, diese Varianten. Wie geht das? Also linkes Bein ein bisschen nach vorne? Nach vorne, genau. Ja, ein bisschen in die Hocke. Genau. Und jetzt eindrehen, den haben wir halt gestreckt, als ob du da eine Hocke hättest. Und dann hinten den Gitzer angespannt. Den haben wir etwas höher. Und insgesamt den etwas mehr strecken. So. Wenn man jetzt mit so einem dicken Speckrücken hat, wie ich, sieht das dann nicht so schön aus. Man muss sich richtig fest eindrehen. Ja, eigentlich schon. Theoretisch ist dann, was man kann. Ich lege mal Wert darauf, bei einer Posing-Kur Abwechslung reinzubringen, sprich Bewegung. Wenn jetzt einer schon bei der Grundstellung steht und dann Doppel-Latt macht, Doppel-Bizep, macht dann die seitliche Brustpose, das ist langweilig. Also, du bist ja selber einer, der so gut postet, sehr viel Variation drin hat. Aber da kann man halt eben diese Pose so umbringen und dann haben wir dann die Schläge über die Zeppel. Also wo beide Arme gespannt sind. Okay, ich habe jetzt die erste Pose schon nicht richtig hingekriegt. Wir versuchen das jetzt mal. Also. Ich habe jetzt nur die Pose ja so rum gezeigt und dann halt eben so rum nur die andere Seite, mehr oder weniger, aber den Arm geschlossen. Also sprich, mach jetzt immer die Pose. Du brauchst eigentlich nur halt Schritt, den Arm zu schließen. Und das hat eben nur Seitenwerk auf der anderen Seite. Es sind ja zwei verschiedene Posen im Prinzip, aber natürlich hast du nicht viel bewegen, wenn du nur den Arm bewegst. Ja. Und deswegen zeigt man halt auf der anderen Seite die andere Seite. Das so rüber. Ja, weiter drehen, genau. Und jetzt einfach wieder hoch. Und den. Ja, warte, ich fahr. Den aber auch entspannen. Man, du schaust jetzt mal in den Spiegel, wie du aussiehst. Aber jetzt ist ja das Publikum hinter dir. Ne? Du musst den Arm etwas. Oh, Alter, das ist richtig schwierig, ne, mit diesem Scheiß eindrehen. Ja. Okay, habt ihr auch so Vakuumzeug und so gemacht, ne? Ja, ich persönlich nicht. Ich konnte das gar nicht. Es waren auch damals nicht so viele Athleten, ja gut, doch einige, die haben es gemacht. Arnold ja auch selber, ne? Aber wir selber, also ich persönlich, habe es nicht machen können, weil es ging einfach nicht. Vielleicht, weil die Bombs noch etwas dicker sind, aber es hat halt auch eine extreme Übungssache, das haben wir machen können. Was halt so an speziellen Sachen waren halt diese Backpark-Posen oder sowas, wo man halt die Arme so nach oben. Was ich gesehen habe auch bei euch, ich habe die Brustposen, bei uns sind die Brustposen ja. Also wir gehen hier runter und also der Arm ist ungefähr so nach Beckenhöhe und dann den Bauchmuskel ziehen. Ne? Mhm. Und ihr habt die Brustpose ja sehr hoch gemacht. Und aber weißt du, im Endeffekt wird die seitliche Brustpose bewertet. Es wird nicht die seitliche Bauchmuskulatur bewertet. Ne? Also versucht man halt die Brust möglichst massiv groß darzustellen. Dass man so wirklich den Brustkorb rausgestreckt hat und halt die hintere Brust nach vorne gedrückt hat, um hier die Streifen und die Brust ein bisschen hervorzuheben. Den Arm variiert man halt, wie halt am besten ausgefallen. Hat man einen hohen Bizep, wird man vielleicht überdrehen, dass der Arm insgesamt voller wirkt. Aber das ist dann eine kleine Auslegungssache. Wir probieren es jetzt mal. Also so wäre Bodybuilding. Ja.
Aber Oldschool ist ja nicht viel anders. Du hast ja dann im Endeffekt nur den Arm, vielleicht noch 3 cm höher, wenn es hochkommt. Wir greifen eigentlich mehr hier rein. Ja, du hast jetzt hier schon eine Schulterbreite und versuchst halt den Muskel mit der Schulter ein bisschen nach vorne zu spielen. Ne? Und dann allerdings haben wir auch gerne, du musst ja bedenken, ich habe schon sitzen hier unten. Ja, genau. Also wie gesagt, versuchen wir hier diese... Ihr macht es aber, also die, ich sag mal ihr Oldschooler, mit diesem... Mit der eingetriebenen Hüfte, ne? So leicht eingetrieben, muss ja nicht übertrieben sein. Ne? Ja. Aber jetzt nicht so, sondern ja, sonst wird es ein bisschen komisch. Okay. Wie machen wir so? Es gab halt mal eine Pose, die wurde auch so ein bisschen bei mir benannt und ich habe die eigentlich noch bei keinem anderen gesehen. Natürliche Frechheit, wenn ich jetzt hier meine spezial erfundene Scheupose... Zeig mal die Scheupose. Scheupose war, dass man halt eben ein Bein ausgestellt hat, Teil der Schulter, also den Bizeps anspannt und den Arm so hebt. Ich habe das erst einmal nicht ganz richtig rum, aber jetzt ist halt die Teile mir einzeln. Jetzt die Schulter wird so, dass du unten breit aussiehst und die Teile schön schmal. Der sieht schon elegant aus, ja. Also jetzt mal ehrlich. Das ist Schulterhosen. Der Respekt. Ich glaube, ich bringe die. Bei meinem ersten Wettkampf. Ja, keine Schaden. Da gibt es noch eine andere Variante. Kann man üben, sieht aber geil aus. Mir gefällt das. Was halt früher sehr in war die Roy Callender Pose. Damals hatten manche Bodybuilder verschiedene Posen, die nach ihm benannt waren. Frank Zane halt auch diese hier. Ne? Der Roy Callender hat im Knie gerne. Oh Gott, das ist eine Nacht. Wie geht das? So? Nein, hier sind jetzt einfach nur einen Bizeps-Pose machen willst. Den Arm wieder raus entsprechen. Aber jetzt halt den Arm. So, gerade. Verstrecken. So, genau. Das war die Roy Callender-Pose. Ich sehe gar nichts. Sieht das gut aus? Ja, da musst du nachher im Video mal schauen. Mit dem Speckrücken ist das nicht so fein. Und da hat sie mir mal gebracht, dann hieß es sogar, ich habe mich sogar in die Rollkalender-Pose mit Erfolg gemacht. Ehrlich? Ja. Das gibt es heute gar nicht mehr so, dass es so XY-Posen gibt. Ja, Bodybuilder sind doch nicht einfallsreich. Deswegen, Frank Zane war halt eigentlich bekannter als die Frank Zane-Pose und der Rollkalender. Bei manchen. Ich versuche dann nochmal. Mein Vorschlag wäre, mach das nochmal. Mein Vorschlag wäre, nein. Die Schultern bleiben. Die Ellbogen ein Tiefchen höher. Nein, nicht die Schultern. Ja. Das war's schon. Schon hast du einen kleinen Schwung drin in der Linie und du hörst auch etwas breiter und wuchtiger. Hey, das ist gar nicht so einfach mit dem Posen, wenn man das lange nicht geübt hat. Ich lache meine Athleten mal aus, wenn die Tiefchen durchschmeißen. Das kann ich mir nicht dabei stellen, mit ihm. Zu meckern. Ja, die Bodybuilding-Posen, die kann ich noch einigermaßen. Aber du bist da hinten. Da wäre jetzt mein Vorschlag. Was locker alles. Was jetzt den Arm? So. Aber die Armfläche schauen, irgendwann stark von hinten nach unten. Das heißt, wenn hinten den. Genau, nicht um die ganze Rücken, sondern die Arme lassen. Das hat das ganz auch den hier. Ja, pass mal auf. Mal. So. Wow. Das ist schwer, ne? Boah, ich krieg direkt einen Krampf im Rücken.
Das war damals beim Albert Packness auch ein sehr, sehr bekannter und auch sehr guter Bodybuilder, der Mordsarme hatte, also einen riesen hohen Bizep, aber da hat immer den Arm, der hat wirklich den Arm nicht weggetreten, mal, ne? Der hat ihn nach vorne einschreiten. Der hat also, der Kampfrisch hat eigentlich schon den Arm von unten gesehen, sprich den Bizep eigentlich. Ja. Ne? Das war mal schade, weil er so einen schönen Punkt geschenkt hat. Das Lustige ist, das sage ich zu meinen Athleten auch immer, aber ich selber mache es wahrscheinlich richtig. Siehst du, bei mir selber komme ich mal zum Posing-Training vorbei, Herr Scheu. Ja, das reicht aber dann auch. Nicht noch mehr, dann ist es dann über zu übertrieben. Das sieht dann auch scheiße aus. Da verrenkt man sich auch. Ja. Jetzt wird es langsam anstrengend. Ich schwitze mehr wie im Training. Bauch, Beine, da habe ich halt immer versucht, ein bisschen zu spielen. Also erstmal den Bauch angespannt und dann das Bein vorgestellt. Erstmal die Schräge, so wie du jetzt. Dann mal durchgedrückt. Ja, das mache ich auch, genau. Aber um mir Luft zu schummeln. Okay. Weil du kannst ja anspannen, also du bist ja aus der Puste in der Regel. Mhm. Dann kannst du ein bisschen rumspielen, einmal atmen, anspannen und jetzt erstmal Luft ausatmen. Und dann einatmen. Wieder ausatmen. Weil ich habe immer demonstrativ erstmal so hingestellt und dann durchgedrückt. Bam. Und dann einfach nur gewechselt, das mal und wieder durchgedrückt. Ja. Aber das mit dem Durchdrücken, ich weiß nicht, ich mache das nicht so gern. Ja doch, wenn dann die Streifen ordentlich rauskommen, du hast ja dann beides gezeigt. Du hast einmal ein sehr voluminöses Bein gezeigt und hast zweimal, jetzt beim zweiten Aktion hast du halt gezeigt, dass auch die Querstreifen drin sind. Also das rechte ist bei mir nicht so gestreift hier unten, aber das linke, da kriege ich mehr Streifen. Ja, wenn du in Form bist, dann sind beide so gestreift, dass man sehen kann, ja. Für Fett Off-Season ist schon okay. Ich war schon mal schlimmer in Form. Bei dir ist halt mehr der Rücken ein bisschen. Rücken ist Katastrophe. Ich hab dir gesagt, da liegt ja kein Schweiß mehr. Ich bin doch meist nach vorne. So, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen. Ich konnte auf jeden Fall was lernen. Ein paar schöne Posen von dem Herrn Scheu. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.